Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Ich möchte euch zwei neue Comic-Titel vorstellen, passend zu dieser jetzigen Jahreszeit, die so dunkel, düster, herbstlich voranschreitet. Und ja, jetzt so kurz vor Halloween möchte ich euch einen neuen Comic-Horror, Mystery-Mythos vorstellen. Ob der was taugt, das ja, klären wir wie immer nach dem Intro und ich wünsche euch viel Spaß. Und um diese beiden Titel soll es heute gehen. Das sind die ersten beiden Comics zu dem Bone Orchard Mythos, dem neuen, ja, Mystery-Horror-Mythos, der von Jeff Lemire und Andrea Sorrentino gegründet wurde, entwickelt wurde. Da haben wir einmal den ersten Band, Die Passage, und haben hier den zweiten Band, 10.000 schwarze Federn. Den Band Die Passage habe ich freundlicherweise vom Splitter Verlag als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank einmal dafür an den Max. Und den 10.000 schwarze Federn habe ich mir dann mal selber gegönnt. Ne, da habt ihr auch dann mal den Überblick. Rezi-Exemplar hier und ja, selbst gekauft da. Man merkt dann auch schon, okay, das hat mir extrem gut gefallen. Deswegen habe ich den hier dann auch direkt mal mir selber gegönnt. Und zwar, das hier ist der erste Band, auf den wollen wir jetzt als allererstes drauf mal ja, näher eingehen. Vorab muss ich sagen, es gibt noch eine Story, die bei Image erschienen ist, die sich Prelude nennt. Die spielt, ja, ich weiß nicht, wo sie spielt, ob sie wirklich vor diesen beiden Titeln hier spielt. Auf jeden Fall gab es das zum Free Comic Book Day, diese Ausgabe. Wir haben die halt leider so bisher in Deutsch noch nicht bekommen. Ihr könnt ja vielleicht mal im Netz danach suchen. Vielleicht bekommt ihr da ja irgendwelche PDFs oder irgendwie auf eine andere Art und Möglichkeit, dieses Werk mal zu sehen. Ich habe mir das auch durchgelesen, hat mir auch sehr gut gefallen. Auch hier, auch bei Preload und wie bei diesen anderen beiden Titeln, eben das Team Jeff Lemire, Andrea Sorrentino und für die Farben Dave Stewart. Und das ist einfach eine Kombination, die namentlich schon so viel verspricht. Ne? Und dann denkt man so, okay, was ist denn dieser Bone Orchard Mythos? Ne? Hier steht sogar noch über dem Splitter-Symbol drüber. Und das finden wir auch auf dem anderen Comic. Man hat hier versucht, einen ja, eigenen Kosmos zu kreieren. So ähnlich wie wir das so von Lovecraft kennen, mit verschiedensten Elementen, ne, aus dem Horrorbereich, ne, mit verschiedenen Ideen, sowie mit Cthulhu und noch viel, viel mehr. So haben jetzt hier Sorrentino und Lemire versucht, einen ja, neuen Comic-Horror-Kosmos-Mythos zu gründen, der, wo sich die Geschichten halt, man weiß es noch nicht, vielleicht nicht miteinander zusammenhängen. Also bisher muss ich sagen, ich habe ja das Prelude gelesen, ich habe den hier gelesen und auch den 10.000 schwarze Federn. Und bisher haben die wirklich nicht großartig viel miteinander zu tun. Also man hat jetzt keine Zusammenhänge, die erzählen für sich eigenständige Geschichten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann vielleicht, nicht unbedingt, aber vielleicht so eine große Verbindung geschaffen wird zwischen diesen verschiedenen Ausgaben. Ja, hiermit die Passage. Ich zeige euch den hier nochmal detailliert in die Cam. Sehen wir hier ein sehr, sehr schönes Cover. Hier haben wir einmal die Rückseite, die auch richtig toll koloriert ist, wieder mal. Ne? Also Dave Stewart hat es einfach drauf. Man muss es ihm einfach lassen. Also mittlerweile steht ja fast überall sein Name dran und ja, mega. Diese erste Ausgabe ist nicht ganz so dick. Die hat 96 Seiten und liegt bei einem Preis von 19,80 €. Genau. Kommen wir einfach mal zur Story. Es geht hier um John Reed, einen Geologen, der ja, so ein bisschen Probleme hat mit dem Wasser. Er ist sehr wasserscheu. Das wird auch hier in der Geschichte noch so ein bisschen aufgegriffen durch ein traumatisches Erlebnis, was er mal hatte. Und er wird als Geologe zu einer Insel gerufen, weil man dort ein ganz besonderes Phänomen auf einmal entdeckt hat. Und zwar ein großes, dunkles, schwarzes Loch im Boden, was
von heute auf morgen auf einmal irgendwie dort wohl erschienen sein soll. Sehr präzise, sehr sauber, allerdings haben da keine Bohrarbeiten oder sowas stattgefunden. Und so wird er dort auf diese Insel dorthin geschickt, trifft dort auf Sally, die einzige Bewohnerin dieser Insel, die in einem Haus lebt, was direkt an einem Leuchtturm gebaut wurde. Also mehr ist auf dieser Insel auch nicht. Es gibt diesen Leuchtturm, es gibt dieses Haus und Sally. Und Sally ist schon ja gute 2 Jahrzehnte mindestens auf dieser Insel und versucht jetzt zusammen mit John so ein bisschen dieses Mysterium um dieses ominöse, komische, dunkle, schwarze Loch zu ergründen. Und viel, viel mehr kann ich auch gar nicht zu dieser Geschichte erzählen, weil das ist schon gut die erste Hälfte des Comics so, ne? Also storytechnisch muss man einfach sagen, wird hier nicht ganz so viel textlich dargeboten. Also der Comic selber auch hat gar nicht so viel Text. Also da ist man in 0, nichts durch. Das wird auch dem einen oder anderen wahrscheinlich ein bisschen negativ aufstoßen, weil man dann denkt, oh, für 20 Euro. Aber ich empfehle einfach, wenn ihr den hier lest und euch anschaut, verweilt einfach mal ein bisschen auf den Seiten. Guckt euch das detaillierter und genauer an. Eventuell entdeckt ihr dort Sachen, die man vielleicht so beim schnellen Durchblättern gar nicht entdecken würde. Ne? Also wir haben hier ein wieder hervorragendes Artwork von Andrea Sorrentino vorzufinden, was ja immer so einen sehr realistischen Stil hat. Und durch diese Farbpalette von Dave Stewart wird das zeichnerisch diesmal einfach so atmosphärisch wieder rübergebracht, ne, dass man diese Dunkelheit, diese Tristesse auf dieser Insel und dieser, ja, wie soll ich das sagen, diese Anziehungskraft von diesem schwarzen dunklen Loch förmlich spüren kann. Also das ist die Kunst hier in diesem Titel, muss ich einfach sagen, Atmosphäre steht hier über allem. Also das ist ja auch das, was man haben möchte bei so einem Horror, Mythos oder Zyklus oder auch bei so einer Story einfach. Ne? Also ich meine, warum gucken wir uns jetzt Filme an? Wir wollen ja auch eine gewisse Atmosphäre genießen. Ne? Es soll uns die Nackenhaare hochstehen lassen, so, weil wir das quasi förmlich spüren können, was da für so eine, ja, für so ein Unbehagen erzeugt wird. Und wir gucken mal hier einfach mal gerade so ein bisschen in das Buch rein. Und da könnt ihr hier zum Beispiel direkt wieder sehen, ich wiederhole mich immer wieder bei solchen Sachen, ich weiß, aber guckt euch einfach mal wieder hier diese Panelgestaltung an, die nicht normal ist. Ne, diese Szenerie, die wir hier oben haben, kurz vorm Leuchtturm, und dann haben wir hier diese verschiedene Panelstruktur, die sich hier einfach so nicht geradlinig, sondern total unterschiedlich mit den Dialogen weiter fortführt, dass ich liebe das. Ich liebe einfach die Ideen, die hier hinterstecken. Und hier haben wir das, ne? Hier haben wir dieses schwarze Loch. Und ich bin ganz ehrlich, also ich habe beim Lesen, ich weiß nicht, ob ihr den Film Der Leuchtturm kennt mit Robert Pattinson und mit, ja, jetzt komme ich auf seinen Namen gerade nicht. Ja, egal, wird mir vielleicht später nochmal einfallen. Auf jeden Fall, Willem Dafoe. Ich musste gerade, wisst ihr, wie ich da jetzt drauf gekommen bin? Ich habe an die How I Met Your Mother Folge gedacht, wo Marshall den Namen immer so Willem Dafoe, ne? Und dann, na, egal. Auf jeden Fall, der Film, der Leuchtturm, der komplett schwarz-weiß ist, der auch einfach super gut ist, der hat mich total hier an diese Story erinnert und hat auch dieses Gefühl dieser Einsamkeit, dieser Beklommenheit und diese, dass einfach irgendwas so Unbehagen liegt, ne? So dieses Gefühl die ganze Zeit so verbreitet. Und wenn man sich das hier einfach mal anguckt, ne? Also John versucht halt mit Hilfe einer Drohne in dieses Loch reinzufliegen, um so ein bisschen mehr Informationen darüber zu bekommen. Ne? Weil auch wenn man da was runterfallen lässt, man hört im Grunde genommen nicht wirklich irgendwie was, dass da mal was aufschlägt. Und also hier könnt ihr das zum Beispiel auch nochmal sehen, wie die Drohne in den Abgrund runterfliegt. Und also wie gesagt, die Farben hervorragend. Ich kann es nicht anders sagen. Ne? Also phänomenal. Und auch hier wieder, ja, guckt euch das an. Das ist so toll gemacht einfach. Und
Das ist einfach kein Titel, den man so fupp, umblättern weiter. Ne? Man muss einfach mal drauf hängen bleiben, beobachten, gucken. Und jetzt kommt eine Seite noch, die zeige ich euch und dann höre ich auf. Dann, ja gut, das ist dann ungefähr so ein Viertel vom Comic gewesen. Bald. Das finde ich auch so hervorragend, wie hier einfach mit den, also wie hier mit Kontrasten gespielt wird. Ne? Wir haben hier einmal das quasi das Loch. Ne, die Dunkelheit, aus denen hier als Kontrast eben so ne, diese hellen, ich weiß gar nicht, sind es Fledermäuse, sind es, nee, Vögel, Entschuldigung, Vögel fliegen. Und dann kommen sie halt hervor und sind dann halt dunkel und schwarz. Ne, ich finde das so toll. Also ich mag einfach diese Ideen, mit denen Sorrentino arbeitet. Ne? Also auch hier, das erinnert total an Gideon Falls und also... Ich bin sehr stark auch hier von angetan gewesen. Ich finde zum Ende hin, also es baut sich immer weiter auf, ne? Wir erfahren schon so ein ganz bisschen mehr, aber es hat halt trotzdem so einen mythischen, also so ein mysteriöses Ende einfach. Und das, ich weiß nicht, ich war total gefesselt. Und auf dem Grund, weil ich den hier so toll fand, habe ich mir dann halt gleich 10.000 schwarze Federn dann auch mal gegönnt. Ne? Auch gerade erst vor kurzem erschienen beim Splitter Verlag. Der hat 168 Seiten und liegt bei einem Preis von 29,80 Euro. Ne? Also hier merkt ihr schon, hier steckt auch wesentlich mehr drin. Auch hier wieder ein richtig tolles Cover. Das gleiche Kreativteam wieder. Auch wieder mit dem Bone Orchard Mythos Logo. Genau. Und hier auf der Rückseite haben wir dann halt auch noch mal was. Und ich kann so viel sagen, also wenn ihr die Prelude-Story gelesen habt, dann wird euch das hier zumindest schon bekannt vorkommen. Und also da, wie gesagt, ich bin mir fast schon sehr, sehr sicher, es wird immer mal wieder irgendwo Querverweise geben. Auch, habe ich eben ganz vergessen, auch in dem Band hier gibt es zum Beispiel, da bin ich mal gespannt, falls ihr den schon gelesen habt, habt ihr denn hier mitbekommen, dass es hier eine Anspielung auf Primordial gibt? Auf dem Band, wo ja eine Reise ins Weltall passiert, auch von Jeff Lemire geschrieben, von Sorrentino gezeichnet. Es gibt hier so ein kleines Easter Egg drin. Wenn ihr das entdeckt habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, wo man das genau findet. Also und allen anderen wünsche ich viel Spaß dabei zum Entdecken. Primordial war jetzt nicht die hohe Kunst von den beiden, also ich fand den ja leider wirklich nicht so berauschend. Aber ich finde es cool, dass irgendwie zumindest so ein bisschen mal, also ne, wer weiß, vielleicht ist das tatsächlich nachher rückblendend irgendwie alles so ein Kosmos, aber muss man halt vorsichtig mit sein, ne? Genau. Ja, auf jeden Fall, ne, hier auch wieder ein tolles Comicbuch von den beiden. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal auf die Story weiter ein. Es geht genauer gesagt hier um Trish und Jackie, zwei junge Mädels, die sich kennenlernen in ganz jungen Jahren und eine ja, große Gemeinsamkeit zusammen haben. Und zwar lesen sie ganz gerne, sind so ein bisschen nerdig angehaucht, ne, lesen gerade so im Sci-Fi-Fantasy-Bereich ganz, ganz viel, haben gemeinsam Lieblingsautorinnen und Autoren, zum Beispiel wie Frank Herbert mit Dune oder eben H.P. Lovecraft mit seinen ganzen Werken. Und so beschließen die beiden, hey, lass uns doch zusammen eine Story kreieren, vielleicht Geschichten schreiben, ein Buch. Und so verbringen sie so ihre Kindheit oder Jugend so damit, ne, zusammen sich fantastische Welten und Abenteuer auszudenken und werden mit der Zeit halt immer erwachsener und reifen heran. Und dann kommt es eines Tages so, dass Jackie verschwindet und nicht wieder auftaucht und Trish halt eine ihrer besten Freundinnen überhaupt quasi somit verloren hat. Und die Story macht dann gewisse Zeitsprünge. Jahre später ist Trish eine erfolgreiche Horrorautorin und kehrt wieder in ihre Heimat zurück, weil sie das irgendwie, die Vergangenheit mit Jackie nicht in Ruhe lässt. Sie hat immer wieder so das Gefühl, nee, ich muss dem Ganzen irgendwie auf die Spur kommen, das ergründen. Und ob das was eventuell dann auch mit den Geschichten, die sie in früherer Kindheit kreiert haben, vielleicht zu tun haben können, ja, das müsst ihr dann selber hier drinnen nachlesen, weil viel mehr möchte ich hier zu der Geschichte auch gar nicht sagen. Ich kann es nur
kann man sagen, das, was bei die Passage vielleicht an vielen gefehlt hat, ne, dass man dann ein bisschen mehr Text und Kontext irgendwie im Allgemeinen in der Geschichte hat, wird einem hier geboten, auch mit sehr, sehr unterschiedlichen Stilen. Die werde ich euch gleich nochmal zeigen. Mir persönlich hat das Werk hier noch besser gefallen, einfach weil wir hier mehr Geschichte haben, weil wir hier mehr Text haben. Das ist auch hin und wieder mal gar nicht so verkehrt. Ich finde gerade, wenn man vielleicht auch einen, ja, so einen gewissen Mythos besser beschreiben möchte oder umschreiben möchte, dann ist manchmal natürlich auch ein bisschen mehr Kontext mit Hilfe von Text auch nicht so verkehrt. Na, auch wenn ich immer wieder Fan auch bin von Reihenzeichnungen und quasi das Gefühl, was uns damit gegeben wird. Aber hier haben wir das wirklich in ja, einer etwas besseren Perfektion einfach. Ne? Also es gleicht sich hier besser aus. Und wir gucken mal hier zusammen rein. Ich werde euch jetzt ein paar Seiten mal hier präsentieren. Hier haben wir nämlich Trish und ja, Jackie. Ne? Trish haben wir hier unten zum Beispiel. Und Trish wird dann später mal eine ja, sehr bekannte Autorin. Hier schreiben die beiden zusammen unten im Keller von Jackie. Und das, ich finde das ganz, ganz cool, diese Freundschaft. Und ihr denkt jetzt so wahrscheinlich, wenn ich euch diese Seiten hier so zeige, so, das sieht ja gar nicht so krass nach Sorrentino aus, wie wir es sonst immer kennen. Wo sind denn die dunklen, die grauen Farben? Gut, hier taucht es mal auf tatsächlich. Wo ist das denn? Und zwar, ganz einfach erklärt, das finde ich super toll. Man hat es hier mit verschiedenen Perspektiven, mit Gegenwart und Vergangenheit zu tun. Und alles, was in der Vergangenheit ist, wo das Leben noch einigermaßen okay war, das haben wir hier in so richtig toll fröhlich kolorierten Farben. Und wenn wir dann aber in die Gegenwart switchen, ja, dann sind wir halt wieder bei dem gewohnten Farben, bei der gewohnten Optik, die wir von Sorrentino und Dave Stewart so kennen. Und das, ach, ich liebe es einfach, ne? Guckt es euch an. Das ist halt wieder phänomenal. Und dieser Switch, ne, dieser Wechsel, ich finde alleine der macht ja dann auch wieder was mit einem. Ne? Man hat nicht die ganze Zeit dieses beklemmende Gefühl, sondern das baut sich immer wieder durch diesen Wechsel immer weiter auf, bis es sich wirklich immer weiter zuspitzt und dann in so einem ja, Finale, sage ich jetzt mal, endet. Das ist einfach richtig, richtig toll wieder. Ne? Hier haben wir das auch mit diesen Federn überall, ne, mit den 10.000 schwarzen Federn, also auch wieder richtig toll. Ne? Auch mit den Federn, wo dann die Panels drin eingearbeitet wurden. Ich finde es einfach phänomenal gut, stimmungstechnisch. Und ja, also ne, guckt euch einfach hier mal solche Seiten an. Das sieht so genial aus. Ne? Ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit. Wenn ihr sagt, so war die Passage, zu wenig Seiten, zu wenig Inhalt, dann holt euch wenigstens den hier. Also den könnt ihr ja auch lesen, ohne die Passage gelesen haben zu müssen. Und wenn euch das hier dann zugesagt hat und ihr sagt, ah, ich möchte ganz gern mehr, dann holt euch doch die Passage. Also ich hätte jetzt gesagt, macht so oder so. Also gerade jetzt zu dieser passenden Jahreszeit ist das einfach eine Sache, mit der ihr nichts verkehrt oder falsch machen könnt. Na, hier haben wir nochmal eine Szene, die auch in der Vergangenheit spielt, allerdings da, wo es schon nicht mehr ganz so gut zwischen den beiden lief. Also man merkt dann auch so, die Farben verschwimmen. Also es wird dann immer mehr eher diese Optik, die wir dann einfach gewohnt sind und kennen. Ne? Also es ist ein ganz toller Titel. Ich freue mich auf viel, viel mehr. Also da ist auch noch was angekündigt, aber so ganz habe ich es noch nicht durchblickt. Das wird, glaube ich, ein Titel werden, der aus 10 Issues besteht, der Hauptteil bisher wohl ist, wo sich viele einzelne Storypfade drin befinden, die vielleicht dann so verzweigt sind, dass sie hier an diese Dinger vielleicht ranreichen. Mal gucken. Also ich bin gespannt, was da noch kommen soll. Das wird jetzt irgendwann demnächst mal auf Englisch, glaube ich, erscheinen. Und ich hoffe, dass der Splitter Verlag das dann auch recht schnell dann nach Deutschland bringt. Ja, gerne eure Meinung zu Sorrentino, zu Jeff Lemire, zu diesem Mythos, wie ihr dazu steht, ob ihr beide Titel gelesen habt, vielleicht nur einen, ob euch das überhaupt interessiert. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen.
Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Comic und Manga lesen. Habt eine gute Zeit, jetzt auch vielleicht gerade rund um Halloween, ne? So ein bisschen zum Gruseln. Und ja, viel Spaß, macht's gut, euer Ingo.